Und da sind wir wieder bei Escape Room. Eigentlich Escape First Room, aber gut, ich habe das gerade abgelesen, was da stand. Dieses Factory hat mich gerade irgendwie ein bisschen so angelächelt. Und ja, na mal sehen. Geht gleich los. Ja, also es geht gleich los. Nein, Spaß. Also, was haben wir denn hier Schönes? Hallo? Kann man sich die Räume nicht mehr angucken? Achso. Ah, seht ihr, bei VR kann man das jetzt mittlerweile auch spielen. Besitze ich leider noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Was? Achso, okay. So, kann ich mir das jetzt. Jetzt geht. Hohoho. Also, wenn du die Escape Room Factory besuchst, wirst du ohnmächtig und wachst im Badezimmer auf. An den Zimmern stimmt jedoch was nicht. Es hat keine Türen oder Fenster. Wie bist du hier hineingekommen? Reingeportet. Und noch wichtiger, wie kommst du jetzt jemals raus? Wieder rausporten. Man muss nur den Porter finden. Ganz klare Klosbrühe. So, was haben wir hier? Das sieht auch geil aus. Ein mittelalterliches Verlies, in dem sich Foltergeräte, Gefängniskäfige und wenig über übrig gebliebene Gefangene befinden. Als du Schreie aus den Räumen nebenan, weißt du, dass du nicht mehr viel Zeit hast und die Wachen auf dem Weg zu dir sind. Die Türen sind verschlossen. Es gibt einen anderen Weg nach draußen? Fragezeichen. Manchmal ist der Satzbau ein bisschen komisch. Okay, du hast es geschafft, aus der Unterkunft des Clowns zu entkommen, aber du bist noch nicht frei. Hast du gedacht, es wäre so einfach zu entkommen? Die Show muss weitergehen und du bist das Ausstellungsstück. Denke und handle schnell, um aus dem Zirkus zu entkommen. Wir wissen alle, dass Clowns es nicht mögen, wenn andere ihre Sachen anfassen. Ach, siehst du, der zweite Teil sogar. Ach, wie lustig. Aber da wir den Clown ja schon hatten und gewusst haben, dass er nicht kommt, fangen wir einfach mal von hinten nach vorne diesmal an. Mal andersrum. Dann bin ich ja mal gespannt. Bin ja gespannt. Passiert noch was? Uah! Okay, mit so einem Plupp habe ich jetzt nicht gerechnet. Ein Kotzeimer. Eine solide Wand. Ein Hammer an der Schnur. Was spitzt hier? Mit Uni auf, ist auch klar. Aha. Ah, warte mal. Kann man mal umgucken? Ich sehe was. Da stapeln sich schon die Leichen. Man muss das eng in der Ecke sein. Okay, ich kann ja mal hier lassen. Oh, seht ihr? Gleich eine Errungenschaft. Ich will da rein. Hallo? Ist hier. Ui. Ich weiß, ich kann ihn mitnehmen, aber ich habe keine Lust, irgendwie mein Werkzeug loszulassen. Wenn jemand um die Ecke gepischt kommt, kann ich den wenigstens damit ver. Warum fand ich hier nicht? Ich verprügeln. Scharniere, Scharniere. Eine Kette. Alle Scharnieren mal auf einen Fleck werfen.
die man so finden kann, inklusive Kette. Ach nee. Wieder so ein Kotzeimer. Ja, diese werdet ihr öfters in meinen Spielen hören. Ach so, das ist Brot. Bist du? Eine Schüssel. Ach, endlich mal kommen wir der Sache. Oh. Was ist das denn? Also, oben ist dieses Runen im. So, da steht drunter plus 3. Ich muss jetzt alles aufzeichnen, sorry Leute. Das kann jetzt kurz ein bisschen dauern. Dann kommt so ein Ruhn Y. Wenn wir weiter der richtig zeichnen, ne? Plus 4. Ja, Grüße, römische Zahlen lernen, ne? Dann kommt der Zeichen minus 3. Dann bitte plus 3 verkehrt rum muss B minus 4 7 4 7 3. Also 3 kommt eigentlich im Endeffekt raus. Aber gut. Ach so, warte mal, das ist ja. Ei, Welt, Witzka. Haben wir hier irgendwo Runen gesehen? Ja, haben wir. Das ist so ein gutes Zeichen. Oh, ich brauch mal Licht. Komm mal her. Du bist verkehrt. War doch richtig. Er lässt sich so ein Mist einfallen. Runen, Leute. Ernsthaft? Oh! Hat keiner gehört. Ah! So, machen wir erstmal die ganzen Plus-Dinge. Achso. Mir fehlt dazu was. Okay. Komm mal mit. Knochen hier rumliegen. Es ist aber auch wirklich kein Hallo. Kein Hinweis, was ich hier reinmachen soll. Ich finde ehrlich gesagt auch keinen Hinweis gerade. Tür gucken, ob wir was sehen. Ja. Warum ist mehr Licht?
Was? Ah, ich hab ne Taschenlampe. Na toll. Das hätte man mir früher mal sagen sollen. Müsste man das hochziehen können. So. Gott, Gott, Gott. Seit wann liegt das denn da? Ist egal. Es lag da. Wir freuen uns. Also, das Set. Ist keins drauf. Okins. Nö. Das sind alles Zeichen, die wir gar nicht an der Wand haben. Aha. Sieht schon besser aus. Moment. Also, der kommt zur Seite. Warte mal, wieder verkehrt rum? Ja. Ich schreibe mir das, glaube ich, einfach mal kurz ab. Strichkringel oben, was aussieht wie ein Z. Mit einem Punkt in der Mitte. Ist gar nicht so leicht, die Sachen hier abzuzeichnen. Du bist ebenfalls verkehrt rum. Du bist richtig. Jetzt ist das richtig. Kringelchen muss gerade. Und du musst schräg. Das ist genau verkehrt rum, weil ich es verkehrt rum gelesen habe, bestimmt. Na gut, nochmal. Ja, man hätte es ja eigentlich. Ach, hör doch mal auf. So. Und dann dreht man es ja so um. Und da würde da stehen. Ach nee, ich hab. Oh Gott, ich hab genau verkehrt rum. Ha! Seht ihr, wenn man es einmal verkehrt rumhält, passiert nur Scheiße. So, Moment, der Strich kommt dahin. Genau, mit den Gulaschchen. Da und da. Okay, also nochmal. Du kommst richtig. Wie ist der verkehrt rum eh drin? Na egal. Achso, warte mal. Ich hab den hier. Ah. So, dann kommt der kleine was ich was. Hm. Genau. Immer so rum. Das M kommt aber genau andersrum. Der Kringel mit dem Strich. Du wirst immer auf die Seite gelegt. Du wirst so rum. Auf die andere Seite. Ah!
es mir das jetzt gebracht? Hatten wir da hier noch da was gemacht? Was war denn das jetzt? Hat Fum-Fum gemacht und fertig. Lass mich rein. Herrgott. Oh, so fett bin ich nur auch nicht. Ich bin ja rausgekommen, also komme ich gut darin. Ah, gleich 3. Wartet mal. Ah, gleich 3. Ach, zurück geht's. Was hat es mir jetzt gebracht? Das ist... Der hat Wut gemacht und dann war's weg. Oh. Verstehe ich nicht. War es ja auch richtig. Ach du. Boah, Leute, ernsthaft? Was ist denn der Zettel jetzt davon haben? Okay, mit dem fängt man an. Scharniere. Ein Stück Glas. Den ersten Stein. Stell ich mal kurz da einfach mal rein. Keine Ahnung, dass das richtig ist. Y. Ames. Und das an. So. Ah, das ist Blatt. So. Z. Ich glaube, das war wirklich noch wie hier. Plus 3. Vielleicht muss der dann da rein. Minus 3. Da rein.
da rein. Du kommst da rein. Nee. Neuer Hinweis wäre schön. Ach, ich glaube, als ich geklingelt habe, hat mir das jemand durch die Tür geschoben. Da machen wir nicht ganz sicher. Gehen wir nochmal zurück. Ach, hierfür brauche ich den Stück Splitter, was ich gefunden habe. Okay. Nicht. Nicht, nicht und wieder nicht. Hallo? Oh, ich hasse es. Los! Meine Fresse. Hallo? Hier bin ich. So, klein. Ah, danke schön. Haben wir noch einen Hinweis drin? Diesen Spiegel war. Sieht irgendwie aus wie ein Totenkopf da hinten. Stand A gleich 3. Ach Gottchen, ey. Ja. So eine Kacke. Gibt's doch nicht. Los, hau drauf, Kriki. Oder auch nicht. Verdammt. Moment, Telefon. Naja. Ja. Muss. Ja. Darum so, warte mal. Irgendwas hat's doch mit diesem Zettel auf sich. Na. So. Moment mal. Der zweite. Kriege ich die jetzt nicht mehr raus oder was? Ach so. Ich glaube, du kommst hier rein. Das B kommt hier rein. Ich nehme jetzt einfach mal jeden zweiten, weil davon habe ich irgendwie die ganzen. Du kommst mal oben hier rein. Du hier rein. Y. Dann jetzt ein. Oh. Ein M. Ah! Tatsache auch wirklich jeden zweiten. Das ist ja. Cool. Moment. Standteller. Ah! Als Dankeschön gebe ich demjenigen Essen. Da war das Brot. Dankeschön für die Hilfe. Oh, Mandatarbunger. Gut. Ritterschild. Das geht wieder nicht. Ah,
habe ich doch was gehabt. Da hatte ich was. Ja, ich musste noch mal kurz von vorne anfangen. Ich gebe ich zu, weil ich so lange überlegt hatte, dass die Zeit komplett abgelaufen ist. Und das wollen wir ja nicht. Hier ist noch ein Orangen. Hier ist noch ein Schlüssel. Und ich dachte, ich fange dann einfach nochmal kurz von vorne an. Auch in euren Interessen. Nochmal eine Glasscheibe. Schon zwei Glasscheiben. Und immer diese Eimer hier. Und ja. Also ich habe wirklich lange gebraucht gehabt, bis ich mal auf den Trichter kam. Kommt halt auch mal vor. Na ja, was soll's. So. Mal die ganze Scheiße herausnehmen. Ah! Jetzt doch auch nicht. So. Das ist der letzte. Ja. Dann war hier noch ein Schild. Steppert die jetzt einfach mal an die Wand. Keine Ahnung, welche Reihenfolge. Werde ich, denke ich, mal irgendwann noch rauskriegen. Ja, war klar. Schlüssel. Gut. Also hier kommen wir erstmal noch nicht so weiter, wie es gern hätte. Nein, hätte. So. Ich nehme mich mit. Messer. Okay. Streckbank. Auch nettes Werkzeug. Uiuiui. Ich möchte aber nie irgendwie Scheiße gebaut haben. Fest. Moment. Den Schmierzettel wieder rausholen. So blau habe ich. Grün. Grün schaut nach oben. So, ist auch so. Strich. Kulaschen und Rot, ja. Achso, das heißt Wasser? Ich denke mal Erde, Feuer, wird ja nur noch Wind. Schneiden wir direkt zum Feuer. Oh, noch ein Schild. Warte ich mal kurz zurück. Unserer Wand hänge ich mal hier hin. Fehlt noch die Halterung. Sehr tief. Ich will gar nicht wissen, für was man das hier verwendet hat. So. Blatt. Achso, wartet mal. Ich muss es ja dann selbst wahrscheinlich noch drehen, dass es richtig rum ist. Es wäre Blatt. Wasser. Das ist Feuer. Wasser wäre dann so. Feuer konnte ich noch nicht sehen, da kann ich noch nichts einstellen. Oh, noch ein Schwert.
lass das mal erstmal da liegen. Oh. Muss ich... Dass ich da mal irgendwie mehr habe und irgendwie schlau werde. Oh, dann shit. Aus diesem Rätsel. Das verwirrt mich gerade noch ein kleines bisschen. Aber gut. Man kann ja nicht alles gleich sofort wissen. Wenn man sieht, ah, das bedeutet, das wäre ein Unding. Gibt es bestimmt Menschen, die können das, aber ich bin keiner davon. Noch ein Schwert. Das ist ein... Könnte ein Griff sein für ein Schwert. Erstmal bringe ich den Kleinen hier zurück. Um die Schwerter kümmere ich mich, glaube ich, ein bisschen später. Da noch ein Ding zum Spielen. Aber ich muss das zusammenbasteln, weil das sieht aus wie Schaft. Aber mir fehlen die passenden Werkzeuge. Dazu. Ja, das sind alle Schaft. Komm mal her. Vielleicht finde ich irgendwo was. Ach so, warte mal. Stopfen wir mal da rein. Habe ich jetzt irgendwie... keine Ahnung. So, nehmen wir mal den hier. Ne, da hat den länglichen... Ha! Rausgekriegt. Den hier. Ja. Jetzt so ein schönes Fuß. Okay, das war der falsche. Dann gleich der hier. Das geht nicht. Also anscheinend fehlt mir auch noch wirklich was dazu. Gleich der hier. Nee. Okay. Vielleicht brauche ich den Hammer noch mal. Muss noch mal holen gehen. Ach, war da drauf vorbeigepasst. Nee, nee. Nicht drüben gelassen war. Ich doofe. Nicht wundern, das sage ich immer. Das ist normal. Ich meine damit nicht, dass ich wirklich doof bin, sondern das ist einfach nur ein blöder Spruch. Und nein, ich reduziere mich damit auch nicht herunter oder sonstiges. Das ist wirklich nur ein blöder Spruch, den ich reiße, wenn ich was übersehen habe. So. In Wienern. So doof. Und dann immer doof hauen. Oder auch nicht. Da muss ich wohl erstmal weiter suchen. Ach, das war meine vorherige Zelle. Was haben wir denn hier? Klar, ich schaffe das auch so ein, ich glaube, 50 Kilo Teil so mit mir rumzutragen. Das ist ja eine Glocke. Okay, ich habe eine Glocke gefunden. So, nehmen wir nochmal mit.
habe eine Glocke gefunden. Was mache ich mit einer verdammten Glocke? Schilder habe ich jedenfalls alle zusammen. Reihenfolge ist jetzt erstmal so dahingestellt. Ach, hier ist ja was zu lesen. Wir müssen jetzt klug sein. Wir können die Länder von Miridon erobern. Wir brauchen nur einen guten strategischen Plan. Wir werden unsere Expedition von unserem Basis starten. Wir wollen nicht aufgespürt werden, daher können wir die Brücke nicht nutzen. Wir müssen einfach durch den Layville Palace gehen und uns in Richtung ihres Hafens bewegen. Der König ist bereit, unsere Schiffe zur Verfügung zu stellen. Damit wir das rote 122er rote OT122R überqueren können. Unser nächstes Ziel sind die Anzugruinen. Ach Gott. Anzugruinen. Azukruinen. Wir werden dort nicht lange verweilen, da unsere Soldaten an die 11. Achso, das heißt Mythen und Meere. Ach Mensch. Ich dachte, das wäre eine Zahl. Mythen dieses Ortes glauben. Man erzählt sich, dass diese Ruine durch einen uralten Zauber verflucht wurde. Und wer sie betritt, kehrt nie zurück. Wir sollten sicher sein, solange niemand in die Nähe gerät. Unsere Aufgabe ist hier nicht zu Ende. Wir müssen weiter Gewässer überqueren. So viel geschickt über Schiffe, die nie wieder gesehen wurden. Die ruhelosen Tiefen sind ein Friedhof für Schiffe. Auf dem Weg zum Hafen müssen wir am tanzenden Fluss entlang laufen, damit wir uns nicht im irgendwas verlaufen. Unser Zielort ist am schwierigsten zu erreichen, da das Land offen ist und die Bucht immer gut bewahrt wird. Wir haben. Kann man irgendwie runterscrollen? Wir haben keine Wahl, als vom Land anzugreifen. Wir werden über dieses Land herrschen. Lang lebe der König. Okay. Der Phönix darf sich nicht in der Nähe des Hirsches befinden. Und jetzt geht das Rätsel los. Phönix. Nicht. Hirsch. Okay. Das Kreuz ist neben dem Phönix. Was? Das Kreuz neben Phönix. Okay. Das Grün-Rote ist zwischen den Phönix und den Gelb-Grün. Grün-Rot zwischen Pieper und Gelb-Grünen. Der Hirsch ist rechts neben den Gelb-Grünen. Meine Güte, Hirsch neben rechts. Das Kariert darf nicht gegenüber vom Phönix sein. Kariert nicht gegenüber Pieper. Pieper? Der Pieper ist gegenüber vom Hirsch. Pieper gegenüber Hirsch. So, Mann. Ah, das habe ich mir schon fast gedacht. Also. Der Phönix und der Hirsch dürfen nichts. Müssen aber gegenüber sein. Wo ist der Hirsch da unten? Nehmen wir mal kurz ab. So, dann fangen wir mal an. Der Grün-Rote ist zwischen dem Pieper. Der Grün-Rote. Grün-Rot. Ich glaube mal, das ist das hier. Dann packen wir dich mal dahin. Grün-Rot ist zwischen Pieper und den anderen. So. Rechts
ist der Hirsch neben Gelbgrün. Also Hirschi kommt dahin. Gelbgrün kariert. Das ist das hier. Ist nicht gegenüber vom Pieper. Okay, der ist weg. Hallo? Oder da muss hier hin und der muss da hin. Nicht gegenüber von Pieper, Pieper gegenüber von Hirsch. Also das wäre ja gegenüber von Hirsch. Aber irgendwie kann ich den da oben nicht mehr abnehmen. Ist das ein Bug oder ist der jetzt weiter da richtig sitzt? Jetzt ein bisschen. Ich bin ja mal gespannt, ob da irgendwann sich festischt. Nö. Das sind die einzigen beiden, die fest sind. Also da Phönix und der Hirsch dürfen weder nebeneinander, dürfen nicht nebeneinander sein, müssen aber gegenüber sein. Eben Phönix ist grün-rot. Nee. Zwischen. Achso, warte mal. Der Phönix kommt wirklich hier hin, weil dann ist es dazwischen. Zwischen den Piepern. Ist der gelb, der grün-rote. Der müsste hier gelb hinkommen und hier kariert. Oder ist es doch andersrum? Irgendwas stimmt dann nicht. Also der Vogel, denke ich mal richtig. Vielleicht muss der ja auch. Hier, yes, kann ja auch gegenüber sein. Probieren wir es mal so. Wo kommst du weg? Da stand ja so, das rote und gleich so. Oh. Hab's diesmal richtig. Hab diesmal richtig gedacht. Was ist jetzt passiert? Eins, eins, zwei. Oh, okay. Ja, aber was habe ich jetzt damit freigeschaltet? Wo muss ja was sein? Oh, warte mal. Vielleicht. Ist er hier? Die Tür ist doch zu. Ne. Okay. Gut. Ist hier was in meinem Raum passiert? Hatte ich aber auch noch nicht, dass nichts passiert ist. Dann kann ich nichts ziehen. Ist jetzt wirklich nichts passiert? Kann nicht passiert sein. Oder ist jetzt das hier hinten? Spielt doch hingehen. Das ist passiert. So, spielt da Nummer 1. Entschuldigung. Kommen da aber kaum durch. Der verlassen ja. Hat er ja noch einen Splitter gehabt. So, nochmal kurz rumgehen. Lass mich rein. Erster, zweiter.
Raus geht immer leicht, aber rein ist immer eine Katastrophe. So. Verstehe. Ach. Na, das wird was. Hätte sein können, dass sie noch irgendwo mehr Scherben sind. Okay, Tritons Gabel. Mach hin, mach hin. Giovanni. Warum du der Familie gut? Das könnte hier hinkommen. Vielleicht hier hin. Achso, ich hab einen Teil. Boah, das ist aber ich glaube, mir fehlen noch ein paar Spiegel. Könnte das ja passen, aber das ist irgendwie zu groß. Boah. Das ist auch zu groß. Ja, das passt ganz gut. Möchte doch so. Naja, man muss mich ein bisschen durchprobieren, ne? Das könnte wieder gut passen. Das auch. Das letzte könnte hier im Fall nach oben. Okay. Er zeigt mir einen Pfeil nach oben. Warum auch immer. Ach so. Ah, okay, jetzt habe ich es. Was ist denn das hier? Sieht aus wie so ein Öllappen. Also, ich dachte, da liegt wieder was. Ich übersehen hätte. Och, lass mich doch durch. Das lasse ich mir gut so fallen. Ja. Ich glaube, dieses Rätsel kriegt Überlänge. Nur noch nicht genau wie. Seit wann ist denn das auf dem Boden? Peak 6, das ist aber neu. Ach, ich liebe sowas, wenn was neu auftaucht. Nur 6 reinschreiben. Ist noch mehr sowas auf dem Boden? So, Fußstampfen. Brunnen. Weil das war wirklich noch nicht da. Also, könnt ihr immer zurückspulen. Das ist ja mal das Schöne an der Geschichte. Und gucken. Das geht nicht.
Geht nicht. Wieder die Ketten kann ich anfassen. Ich die hätte vielleicht dranhängen können, wäre ja eine Idee. Ein deutliches Nie. Also ich habe schon mal die Zahl 6 gefunden. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Sekunde. Entschuldige, musste mal ganz kurz was essen. Oh. Mein Magen hat schon rumort. So, ist ein Putzlappen. Nö. Nö. Warte mal. Ernsthaft. Was war das? Ich hab's falsch gemacht. Wasser. Um richtig rumzudrehen. Ach so. Der ein Klick zu viel. Cool, ich habe eine alte Kurbel gekriegt, die bestimmt. Entschuldige. Ach so, ich muss das nur noch selber. Ay, wey. Moment. Hallo? Ah! Ja, wir kommen weiter. Wir kommen weiter. So, das sind bestimmt die letzten Teile. So. Das ist nicht das richtige Teil gewesen. Na, haha. Steht ein Monster, der mir. Nein, Spaß. So, und was habe ich jetzt damit erreicht? Was habe ich damit jetzt bewirkt? Wieder rumgucken. Nochmal noch zu. Es hat sich nichts verändert hier drin. Entschuldigung für die Drehung. Verändert. Ah, jetzt kommen wir an der Tür rein. Nochmal diese Glocken. Stehe. Auch das verstehe ich. Da war jetzt an so einer Kugel irgendein Gewichtsteil dran. Nee. Noch einer. Die klang gleich. Ups! Okay. Das, okay, das wird jetzt ein bisschen dauern. Das sind ja ein paar Rätsel hier drin, die sind ja nicht von schlechten Eltern. Meine Güte. Ihr könnt gerne miträtseln, ob ihr auf die ganzen Sachen gekommen wärt oder nicht.
So ist das nicht. Boah, das klang mittelschwer. So ist das nicht. Braucht ihr nur in die Kommentare unten mal reinpflastern. Ob ihr jetzt auch so wissbegierig. Was bedeutet denn endlich diese Herzflecks da? Bin ich noch nicht drauf gekommen. Ob ihr auch so rätselverrückt seid wie ich. Oder eher doch lieber mal sowas zuguckt und andere lieber lösen lässt. Es gibt es ja auch im Realen. Die finde ich ja hier richtig nice. Es gibt ja einen realen. So einen Raum, was du mieten kannst. Um genau so Sachen zu erleben. Mit Artisten und hast du nie gesehen. Und dann muss man da, kann man mit der ganzen Familie machen, mit Freunden und hast du nie gesehen. Und dann muss man halt rätseln und hat auch nur eine bestimmte Zeit. Also wie hier drinnen hat man ja auch nur eine bestimmte Zeit. Ist das eigentlich jetzt leer? Ja. Um auf alles überhaupt erstmal drauf zu kommen. Ich habe immer das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen, irgendwo was liegen lassen. Ob ihr sowas auch machen würdet. Also ich habe das definitiv vor, mal zu machen, weil ich das ganz lustig finde. Wie alle Leute da in diesem Raum stehen und verzweifelt versuchen, da wieder rauszukommen. Mit Zeit und alles drum und dran. Das ist doch einfach nur geil. Also ich find's nur toll. Ich wollte eine Kugel liegen lassen? Ich hatte aber, glaube ich, auch nicht mehr Kugeln. Ich weiß, waren das jetzt alle Kugeln, die ich besessen habe. Okay. Kam das Schiffchen her? Nee. Es fehlen ja auch noch zwei. Ich glaube, die müssen alle fast eine Länge kriegen. Das ist so schwer. War ja fast schon. Ja, ein bisschen zu lasch. Ja, die hat auch da fast. Aber schon wieder so ein Code. Oh, Gänsehaut. Schon wieder! Keinen einzigen wirklichen Hinweis, keinen brauchbaren jedenfalls, oder einen, den ich sehe. Ja, also man kann nicht reinfahren, das ist schon mal gut. Aber ich sehe auch nichts. Mir fehlen zwei Kugeln. Zwei Kugeln fehlen mir. Zwei Stück. Also ich muss dazu auch noch sagen, der Raum ist ja fertig. Also was die 6 immer noch bedeutet, weiß ich nicht. Aber der ist ja fertig, der hat nichts mehr. Der einzige, der noch was hat, ist der hier. Mit diesen Figuren und ich habe keine Ahnung, was ich mit diesen Figuren hier machen soll. Um ehrlich zu sein. Weil es ist hier noch nichts freigeschaltet. Hier ist ja der Rote See, von dem sie gesprochen hatten. Ich hänge immer wieder fest, es ist toll. Gleich 2. Was finde ich das? Das finde ich nur Q gleich 2. Hinten statt auch A gleich 3.
Entschuldige, übelster Niesanfall. Das wollte ich euch nicht antun. So. Ich habe 7 Grüne. Vielleicht ist es ein Code. Mal sehen. Ich habe 7 Grüne aufgeschrieben. 2, 4, 5, 6. 4. Oh, zählt man nur die stehenden oder auch noch die liegenden? Ja, ich habe 4 lilane, aber mit einem liegenden. Ich habe 7 grüne mit einem liegenden. Ich habe 4 grüne da oben mit 2 liegen. Wenn er 6. Dann mache ich aufschreiben. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habe ich auch keine Figur vergessen? So, angefangen hat es im Roten mit dem Neuen. Gehen wir mal ein. Den gehen wir ja rüber, wo die Fünfer sind. Sechser meine ich. Sechs. Rüber zu den 7er und zum Schluss zu den 4ern. Ja. Ich habe ein Herz, das niemals wird schlagen. Ich habe einen Helm, in dem ich niemals werde schlafen. Ich kann einem das Haus nehmen und ein anderes eins bauen. Und ich liebe es, Spiele mit meinen vielen Brüdern zu spielen. Ich bin ein König unter Narren. Wer bin ich? Na, wisst ihr, wer er ist? Wir hatten ja den Peak auf dem Boden gehabt mit der 6. Es sind aber viele Karten. Ich habe ein Herz, das niemals wirklich schlägt. Ich habe einen Helm, in dem ich niemals werde schlafen. Ich kann einen das Haus nehmen und einen anderen eins bauen. Und ich liebe Spiele mit meinen vielen Brüdern zu spielen. Ich bin ein König unter Narren. Wer bin ich?
Ich habe ein Herz, das niemals wieder schlagen wird. Herz. Herz. Also ich habe mir die anderen ja, die in der Wand waren, das war ja auch ein Herzenpik und so weiter, ja alles mal aufgeschrieben. König. Du 9. Karo. Pik. Bitte. Ja, halt. So meinte ich das jetzt nicht. Nochmal Pik. Braucht doch Licht. Halt, Licht. Boah. Hocken wir uns mal hin, dann kann ich besser sehen. Wieder jeden dasselbe Zeichen. Ach Gott. Ach. 5 plus 8. Also 7 plus 8. 15. Plus das eine Klebeblatt, was ich. Ach nee, war kein Kleber, war ja Pik. Sorry, also ich brauche jetzt wirklich mal. Herzkönig, Herz, Dame, Pik, 6 und Karo Ass, nächster Hinweis. Herzkönig? 9. Herz. Da, ach nee. Das stand ja an der Wand. Ach, jetzt ist das ein Pik. So, Pik habe ich. Okay, mal sehen, ob das stimmt. Mit dem, was an auf dem Boden hier stand. Hier stand ja auch nochmal sowas. Und an der Wand hing mal was. Mal sehen. Ich mich nicht alles täusche. Muss es die 9. 7. 6. 5 sein. Ha! Was so. Ach du Kacke. Was? Ordnet diese Karren so an, dass sie auf einer Linie mit anderen des gleichen Designs sind. Horizontal, vertikal oder diagonal. Und in einer solchen Weise, dass so wenig wie möglich freie Karren benötigt werden. Was? So. Aha. Oh Gott.
Dann müsste hier die Blume hin. Hier die Blume und sagen wir jetzt mal hier die Blume. Den kann ich nicht drücken. Okay, also der ist wurscht. Kann ich das? Der ist nicht wurscht. Der muss. Ach du Kacke, in der Ecke ist er auch noch. Oh mein Gott. Je. Mir fällt gerade ein, vielleicht ist es wie Sudoku. Der bleibt. Blume war ja nicht drin. Hier kommt dann der Mond hin. Kommt das hin? Das. 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 So, dann haben wir hier bitte am festen ja hinten. Da können wir das machen. Und das. Keine einzige gleiche. Ach, hier sind zwei von denen drin, das ich glaube. Hier hinten musst du da hin. Ach so. Verdammt. Kein gleichen. Kein gleichen. Überall ist der einmal. Die ist auch über einmal. Die ist. Oh, hier fehlt ein. Ach so. Habe ich ein falsches Zeichen genommen? Hä? Ich hab da nur 1, 2, 3, 4. Oh, Moment. Also ich habe ziemlich lange jetzt darum rumprobiert gehabt. Ich musste mir jetzt wirklich mal kurz eine Hilfestütze mal holen. Die oberste Reihe war richtig schon mal gewesen, nur hier. Also es tut mir auch leid, dass ich mir wirklich mal eine Hilfestütze holen musste. Ist auch richtig soweit.
Aber auf das wäre ich nie im Leben beim besten Willen nicht gekommen. Wer kommt denn auf so eine Kacke? Also, ich bin jetzt darauf nicht gekommen, gebe ich offen zu. Auch ich kann mal auf irgendwas nicht kommen, aber bevor das noch länger warten müsst. So. Okay, die sind schon mal eine Höhe. Du klingst auch schwer kurz zu kommen. Die klingt ziemlich hohl. Und auch ziemlich hohl. Sieht jetzt schon mal eine Reihe aus. Ja. Ja! Hey! Yay! Das ist ehrlich gesagt eine Glückssache, das Ding hier. Mein Boot. Ich komme raus. Ich bin gerettet. England. Ja. Oh. War das Feuer hier schon da? Da habe ich das jetzt gerade freigeschaltet. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich musste mir einmal wirklich Hilfe holen, weil, also bei diesem Rätsel, ich war beim besten Willen nicht drauf gekommen. Das war definitiv nicht mein Rätsel. Also, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Wenn nicht, ist es auch okay. Genauso wie, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Dort ist ein Abonnentenzeichen. Einfach mal draufdrücken. Dann seht ihr sofort immer, wenn ich was Neues hochlade. Vor allem, wenn ihr das Glöckchen drückt, was dann daneben auftaucht. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Wünsche, Vorschläge oder sonstiges habt, einfach mal bitte in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten wünsche ich euch noch an diesem herrlichen Tag einen wunderschönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal mit Ramira.